In vielen unserer digitalen Angebote läuft das komplette Anmeldeverfahren und die Registrierung über eine Online-Maske. Das ist eine Funktion von Zoom und oft werden wir gefragt, was für eine Version, was für eine Lizenz braucht man dafür und wie genau funktioniert das? Und genau das will ich in diesem Video mal kurz zeigen. Hierfür schalte ich wieder auf meinen Desktop und als Beispiel das Barcamp Bildung Digital, was zweimal im Jahr stattfindet. Auch hier haben wir das komplette Anmeldeverfahren als in digitaler Form. Das heißt, wenn man hier auf den Anmelde-Button klickt, kommt man eben auf eine Maske. Hier sieht man schön das Logo, dann Buttons, um das in den sozialen Medien zu teilen. Thema, Beschreibung, die Zeit und dann gibt es hier verschiedene Formularfelder, Vorname, Nachname, Mailadresse, Postleitzahl. Und wenn man dann auf Registrieren klickt, bekommt man automatisch eine E-Mail mit den Zugangsdaten zu dem Meeting. Ja, wie funktioniert sowas genau? Und hierfür klicke ich einfach mal in mein Zoom-Backend. Das heißt, man muss sich unter zoom.us mit seinen Zugangsdaten einloggen. Die Registrierung ist eine Funktion, die funktioniert auch bei einer normalen Meeting-Lizenz. Und hierfür müssen wir einfach mal ein Meeting neu anlegen und planen über die normalen Schritte. Meetings, ein Meeting planen. Wir können jetzt hier einfach mein Meeting mal den Titel lassen, die Beschreibung, dann eben Datum, Dauer, wie wir es kennen und finden hier einen Button Registrierung erforderlich. Wenn dieser Button nicht da sein sollte bzw. ausgegraut sein sollte, einfach mal mit dem Kontoadministrator in Verbindung setzen, damit das auch ja aktiviert werden kann. Ansonsten einfach runterscrollen und sobald ich jetzt auf Speichern klicke, ist auch dieser Registrierungsprozess auch schon initiiert, er ist schon abgespeichert und ich sehe hier auch schon einen Registrierungslink. Das heißt, wenn ich hier drauf klicke, dann komme ich eben schon auf genau diese Maske mit Name und E-Mail-Adresse und ihr seht, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, das sind die Daten, die man zwangsläufig angeben muss. Diese Daten, die werden natürlich dann auf den Servern auch entsprechend gespeichert und je nachdem, wie die Frist gesetzt ist, 30 Tage, werden sie dann auch automatisch gelöscht. Jetzt können wir diese Anmeldemaske auch nochmal entsprechend anpassen, indem wir einfach in diesem Meeting weiter runterklicken. Dann sehen wir, haben wir hier einen ganz großen Bereich, wo es sich einfach nur um diese Registrierung auch handelt. Und als allererstes klicken wir hier unten bei Registrierungsoptionen auf Bearbeiten und können jetzt hier festlegen, okay, was oder wer wird genehmigt? Wird jeder genehmigt, der sich anmeldet oder muss manuell freigeschaltet werden? Soll der Administrator auch bei jeder Registrierung eine E-Mail bekommen? Soll die Registrierung nach Eventdatum geschlossen werden und so weiter? Unter Fragen können wir die Formularfelder noch mal ein bisschen erweitern. Das heißt, hier gibt es vorgefertigte Formularfelder, Stadt, Land, Postleitzahl, eine ganze Menge kann man sich hier auswählen. Und wenn wir die Adresse zum Beispiel mit abfragen wollen, einfach hier den Haken setzen. Und wenn das ein Option oder ein Pflichtfeld sein soll, das heißt, man sich nur registrieren kann, wenn dieses Feld ausgefüllt wird, dann klicken wir hier einfach noch den Haken erforderlich und klicke ich jetzt auf Speichern, aktualisiere die Meeting-Registrierung. Ah, bin ja noch im falschen Fenster. So, genau. Aktualisiere die Meeting-Registrierung, dann sehe ich, dass hier die Adresse mit dazugekommen ist. Neben den vorgefertigten Feldern haben wir aber auch nochmal benutzerdefinierte Fragen. Das heißt, das sind Fragen, die vielleicht vorher nicht mitbedacht wurden. Wir können jetzt hier einfach neue Fragen auch, ich sag mal, einfach eingeben. Können auch hier angeben, Kurzantwort oder eine einzige Antwort und ist das erforderlich oder nicht. Kurzantwort ist eine Freitextantwort. Das heißt, das kann man zum Beispiel sagen, wo kommst du her? Wenn ich jetzt Create klicke und auf Speichern drücke, den Meeting-Link aktualisiere, dann sehe ich hier ein Freitextfeld. Aber auch Vorsicht bei Freitextfeldern, weil die Antworten natürlich auch später in der Auswertung als Freitext entsprechend mit angegeben werden und das ja bei größeren Gruppen einfach auch schwierig auszuwerten ist. Ansonsten gibt es hier auch noch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder, die eine einzige Antwortoption zu wechseln. Da kann man zum Beispiel auswählen, aus welcher Landeskirche kommst du, ist jetzt eine Beispielfrage, dann EKHN, EKKW, EKIR, können wir noch weitere hinzufügen.
sage ich jetzt einfach mal sonstige, um den Prozess abzukürzen, klicke auf Create, speichere das Ganze. Und wenn ich jetzt das Anmeldeformular aktualisiere, habe ich hier ein Dropdown-Menü, was verpflichtend ausgefüllt werden muss. Das heißt, man kann sich dann hier entsprechend die Antwort wählen und die Antwort wird dann in der Auswertung angezeigt. Dann haben wir hier aber auch noch die Möglichkeit, E-Mail-Einstellungen zu verändern. Das heißt, Bestätigungsmail für die Meldepflichtigen. Wer sich registriert, bekommt automatisch eine E-Mail zugeschickt mit den Meeting-Informationen, mit dem Link. Und das sind benutzerdefinierte Links. Das heißt, im System ist hinterlegt, dass Person Kurt Müller dann teilnimmt mit einer bestimmten E-Mail-Adresse. Und mit diesem Link kann dann auch wirklich nur Kurt Müller auch teilnehmen. Also es ist kein freier Zugang über die Meeting-ID dann möglich, wie es bei einem offenen Meeting einfach so der Fall ist. Und wir können hier einfach die Bestätigungs-E-Mail auch nochmal bearbeiten. Das heißt, es gibt bestimmten Text, der ist festgegeben, Datum, Meeting-ID und hier können wir auch nochmal Begrüßung und Freitext von unserer Seite eingeben. Je nachdem, was wir unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch mitteilen wollen. Unter Branding haben wir die Möglichkeit, das Formular auch noch mal ein wenig, ich sag mal, aufzupimpen oder auch ein bisschen schön zu machen, mit einem Logo zu versehen. Wir haben ja hier bei dem Barcamp, bei der Anmeldung gesehen, hier ist oben noch so ein schönes Barcamp-Logo noch mit eingebaut und auch hier in der Seite kann man auch noch mal Logos mit einbauen. Das heißt, hier gehen wir einfach in den Bereich Branding, haben hier die Möglichkeit, ein Banner und ein Logo entsprechend mit hochzuladen. Umfragen, hier haben wir die Möglichkeit, auch Umfragen, ich sag mal, schon mal vorzubereiten für das Meeting, was wir aber als Host natürlich auch in dem Meeting auch spontan machen können. Das war es eigentlich erstmal soweit zur Einstellung vom Registrierungsformular. Wie gesagt, hier wird dann der Registrierungslink zur Verfügung gestellt. Den kann man sich dann kopieren und entsprechend ja, auf die Webseite stellen, per E-Mail verschicken, sodass die Leute sich dort anmelden können. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir an die Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Zum einen, wenn wir hier natürlich in die Registrierungsoption reingucken, sehen wir hier, wie viele Personen sich registriert haben. In diesem Beispiel ist es natürlich 0. Ich kann mir hier die Person auch anzeigen lassen. Ich kann hier Registrierung stornieren. Das heißt, dass bestimmte Personen abgemeldet werden. Und ich kann kurz vor der Veranstaltung auch nochmal eine weitere Bestätigungs-E-Mail schicken. Das ist sinnvoll bei Veranstaltungen, wo man sich vielleicht Wochen vorher schon mal anmeldet, dass man einen Tag vorher nochmal eine Erinnerung bekommt mit dem entsprechenden Zugangslink. Nicht selten kommt es vor, dass einige den Link dann einfach nicht mehr haben und sich erneut registrieren müssen. Trotzdem habe ich die Möglichkeit, im Bereich Berichte mir eine komplette Liste auch herunterzuladen. Und hierfür muss ich mir erstmal die Meeting-ID am besten kopieren. Und jetzt kommt es darauf an, was ich für ein Konto habe, ob ich jetzt ein Einzelkonto habe oder ich sag mal ein Konto in einem Businessvertrag. Dann habe ich entweder hier im Bereich irgendwo Berichte stehen oder ich muss mal gerade schauen, hier genau unter Kontoverwaltung ist auch hier der Bereich Berichte. Und wenn ich hier draufklicke, dann wähle ich Meeting aus. Und kann dann hier nochmal umstellen, nicht nach Zeitabschnitt durchsuchen, sondern eben nach Meeting-ID und gebe hier die Meeting-ID von dem entsprechenden Meeting an. Dann suche ich genau dieses Meeting, wird mir hier auch angezeigt und kann mir hier unter Generieren dann eine Report, eine CSV-Datei erstellen lassen. Alle Registranten und weiter. Jetzt wird diese Datei erstellt, die ich mir dann herunterladen kann. Diese Datei ist jetzt im Download-Ordner von dem Computer. Es ist aber eine CSV-Datei. Ja. Das heißt, wenn ich die jetzt erstmal ganz normal irgendwie öffne, ist die erstmal relativ kryptisch. Beziehungsweise ich brauche auch erstmal ein Programm, um CSV-Dateien öffnen zu können. So, wir haben jetzt hier einfach mal doppelt drauf geklickt. Es wurde in Excel geöffnet und wir sehen, dass jetzt alle Informationen mit Komma getrennt in einer Zeile drin sind. Das ist natürlich nicht so schön und ja, bei vielen Registrierungen, ja, dann hat man auch keinen Überblick mehr über die einzelnen Tabellenfelder. Deswegen ist jetzt die Frage, wie gehen wir mit dieser CSV-Datei um? Und hier erstellen wir einfach eine neue Excel-Tabelle, eine leere Tabelle.
die speichere ich mal nicht. Und dann unter Daten kann ich sagen, Daten einfügen aus Text. Und dort wähle ich mir dann eben aus dem Download-Ordner eben diesen Report, diese CSV-Datei, sagt Daten importieren. Wähle hier die feste Breite, klicke auf Weiter, hier nochmal auf Text wählen, sage Fertigstellen, OK. Und schon habe ich jetzt hier eine Liste, wo alle Felder, die ich abgefragt habe, in einzelnen Excel-Spalten auch sortiert sind und kann die ganz gewöhnlich dann eben auch als ja, Quelle für Serie-Mails etc. verwenden. Ich finde, dieses ganze Verfahren mit der automatisierten Registrierung, das erspart sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit, weil ich einfach händisch jetzt auch keine Tabellen mehr pflegen muss. Das komplette Anmeldemanagement, das wird digitalisiert, in den digitalen Raum auch mit übertragen. Und ja, es erleichtert einfach enorm die Arbeit. Soweit erstmal. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das vielleicht schon mal ausprobiert habt, ob ihr Fragen dazu habt oder nochmal ja, Ergänzung, Anregung zu dem Video. Ansonsten erstmal alles Gute und bis bald. Macht's gut. Tschüss.